Hallo? Hallo, Papa braucht von 9 bis 10 Auto und dann ab halb 12 wieder. Also hol ich dich ab. Ja, ich hol dich ab. Irgendwie muss man ja ins Gym kommen, Bruder. Ja. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's direkt erstmal zur Uni. Ich muss gerade das Frühstück abbrechen, weil sonst kommt Saskia zu spät zur Uni. Ja, das wollen wir natürlich nicht, deswegen jetzt erstmal schnell Saskia zur Uni bringen und dann geht's weiter zu Willi. Und dann geht's auch ins Training. Saskia habe ich jetzt zur Uni gebracht. Ich bin jetzt in Paderborn angekommen und jetzt wird erstmal Willi abgeholt und dann geht's auch schon ins Training. Hallo! Hallo! Sollen wir denen hier auch Hallo sagen? Hallo. Nee, so nicht. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von uns beiden. Have no need to fight tonight, tonight. So, wir haben jetzt Willi eingepackt. Eingepackt. Und jetzt geht's auch sofort ins Gym. Super schön. Das ist ja der TT RS. Das ist ein AMG. Das ist der Twingo AMG. Sonderausstattung. Gibt's nur einmal. Da sind wir auch angekommen im Gym. Und nein, wir sind vor dem Gym. Vor dem Gym angekommen. Wie geht's da? Trainieren wir mal, ne? Trainieren wir mal. Let's enjoy the Greg Pre-Workout Shake. Thanks, Bro. Wie viele Scoops sind das? Ich hab von jedem so ein Drittel reingemacht. Mal schauen, wie das knallt. Was ist da alles drin? Welche Booster? Relevant 2, Raw Intensity und 3. Irgendwas. Wie schmeckt der, Willi? Richtig geil. Probier mal. Sowas hast du noch nie getrunken. Kannst du dich erkennen, was danach das schmeckt. So Berry-mäßig, ne? Nee, danke. Ich hab, ey, wenn ich jetzt einen Booster mehr reinfetze, ich hab schon so viel Koffein drin. Koffein. Boah. 3, 4 Koffein, 1 durch. Ich würde sagen, trinken wir mal und dann schauen wir, wie das Ganze hier wirkt, ne? Eins kann man schon mal sagen, Betalanin ist ein Booster. Ja, Mann, wenn man das ein bisschen länger nicht genommen hat, so wie jetzt, fühlt auf jeden Fall das Kribbeln direkt. Das ist immer in den Augenbrauen extrem. Ja. Ich spüre das nirgendwo eigentlich immer in den Augenbrauen. Bei mir gerade irgendwie in den Arm. Auf jeden Fall ist es in den Arm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Nebenwirkung von Betalanin, wenn man es so nennen kann. Wenn man eine Dauereinnahme davon hat, dann geht das auch mit der Zeit weg. Bei der Hammer Row ganz wichtig, nicht zu viel Gewicht drauf packen, dass ihr nur Half Reps macht. Immer schön die ganze Bewegung mitnehmen, dass ihr hier sitzt. Immer schön da hinten kurz halten, dann zurückgehen und nicht hier so schwingen. Das bringt euch auch nichts. Halbe Reps, eben auch mit dem halben Muskelwachstum. Als Finish haben wir hier nochmal die hinteren Schultern drin, einfach Reverse Flies. Wir haben eine Bizepsübung nicht gefällt und zwar kurz hinten sitzend einfach gecurlt. Das war's auch schon mit unserem Pull Day 8. Natürlich ist wieder das erste, was wir machen, wenn wir zu Hause angekommen sind. Hier erstmal eine ordentliche Session vom Videoschneiden, ne, Willi? Und ich würde sagen, wir direkt Zeit, was zu essen. Ganz genau, ich habe bis jetzt noch gar nichts gegessen. Es ist mittlerweile 2 Uhr. Ich bin auf leere Magen trainieren gegangen. Ich habe heute Morgen ein bisschen auch schon angefangen zu schneiden. Und dann hat Arthur geschrieben, ja, lass mal jetzt ins Gym wegen dem Auto. Wir haben ja gerade keins, da müssen wir uns immer ein bisschen anders absprechen. Saskia ist der Chauffeur, mein Dad ist der Chauffeur, wenn das Auto mal hier ist. Das Auto war dann nicht da und deswegen mussten wir ein bisschen früher fahren. Deswegen sind wir halt früher gegangen. Eigentlich gehe ich nicht auf leere Magen, vor allem nicht im Aufbau und eigentlich esse ich danach auch direkt nach dem Training, aber ich muss ja erstmal das Video hier schneiden und Priorities, ne? Fertig, genau. Deswegen würde ich sagen, wird es auf jeden Fall Zeit, die ersten Kalorien reinzubekommen, sonst wird es wieder schwer am Abend viel zu essen.
ganz easy. Wir haben hier Reis, Thunfisch, Mais, Bohnen und dazu natürlich ein bisschen Ketchup für den Geschmack. Kann man natürlich auch in irgendeine andere Soße nehmen, aber wir haben jetzt gerade nur Ketchup da, deswegen gönnen wir uns das dazu, ne? Willi, was ist los? Wie viel verdienen wir eigentlich mit YouTube? Meinst du, wir sollen das echt leaken? Ich meine, das ist schon saftig. Komm, wir gehen mal hoch und sagen denen, wie viel wir verdienen. Ja. Bist du 100% sicher? Yep. Let's go, Bro. Also, Freunde, wir werden euch jetzt erstmal ein bisschen erzählen, wie viel wir mit YouTube machen, wie viel Geld wir machen, mit den Klicks, die wir durch die Videos generieren und natürlich mit der Werbung, die wir auf den Video... Ist das YouTube Money? Bro. Was ist? Komm her. Ich hab dir hier noch einen Konvert gemacht. Ist das fürs letzte Video? Kannst du mir das bitte weitergeben? Ist das für das letzte Video? Das ist fürs letzte Video. Ich hab den anderen Konvert noch. Ich hab den unten schon mal. Kannst das Geld bitte weiterleiten? Wohin? Du weißt wohin. Wollen wir nicht kurz erzählen, wie viel wir machen mit den Videos? Über Geld spricht man nicht, okay? Vor allem, aber wir haben das doch angekündigt. Vor allem nicht über solche Summen. Wir haben das doch gerade angekündigt. Also Freunde, ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie viel verdient man wirklich mit YouTube-Klicks ausschließlich? Genau, mal den Umschlag holen und zeigen, wie viel das ist. Ja, hol mal bitte die Batzen raus. Im Monat verdient man mit YouTube-Klicks. Also erstmal hier der Umschlag, das ist noch vorm Autoverkauf und das ist fürs neue Auto, falls ihr euch fragt, warum für die Kamera, also so einen Briefumschlag Geld haben. Auf jeden Fall verdient man mit YouTube-Klicks, beziehungsweise wir verdienen monatlich mit YouTube-Klicks. Doom. 50 Euro, nicht mehr, nicht weniger, momentan ungefähr genau 50 Euro, hier nochmal bei dieser App YouTube Studio Creator, genau, ungefähr genau 50 Euro, also das ist jetzt in Dollar hier angegeben und viel mehr verdient man da nicht. Erstmal, warum sagen wir euch das Ganze, warum zeigen wir euch das Ganze ganz easy, weil wir euch auf diesem Kanal einfach Transparenz bieten wollen, wir wollen euch unser Leben zeigen mit Transparenz, auch wenn es um Geld geht, wollen wir darüber reden, damit ihr einfach einen Einblick habt, wie das da aussieht. Und wie viele Klicks machen wir momentan ungefähr im Monat? Genau, im Monat machen wir so ungefähr 100.000 plus minus 20.000. Also manche Monate machen wir halt über 100.000, manche unter 100.000. Also das ist sehr abwechselnd. Aber man muss auch dazu sagen, dass wir unsere Videos erst seit 2 Monaten ungefähr monetarisieren. Davor haben wir ungefähr ganz genau, seit 50 100, Videos. Ja, ungefähr 180 Videos oder 200 Videos fast haben wir keine Werbung geschaltet. Erst seit kurzem machen wir das. Und ja, einfach damit ihr so einen groben Einblick habt, wie viel Geld man durch Klicks, reine Klicks verdient. Also die ganzen Klicks, sprich ungefähr 100.000, werden da nicht 100.000 Klicks sein, wo wir Werbung drauf geschaltet haben. Und allgemein schalten wir nicht so viel Werbung auf Videos. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir oft Musik nehmen, die geschützt ist. Und dann wird das ganze Video vom Label monetarisiert. Auf Urheber. Genau. Und wir kriegen dadurch kein Geld. Wir dürfen aber die Musik behalten, beziehungsweise im Video lassen. Und dafür kriegt halt das Label das Geld. Ganz genau. Also Freunde, wenn ihr jetzt einer seid, der dieses Video guckt und sich denkt, ich fange jetzt YouTube an, um richtig Geld zu verdienen, um richtig Kohle zu machen. Das wird nichts, Freunde. Ihr könnt nicht YouTube anfangen mit der Hoffnung, einfach reich zu werden. Erstens, die Motivation ist komplett falsch. Man fängt Sachen nicht an wegen dem Geld, sondern wegen dem Spaß. Wir haben YouTube angefangen, weil es uns mega Spaß macht und auch nur deswegen und nicht, weil wir irgendwie viel Geld damit verdienen wollen. Deswegen, Freunde, es macht keinen Sinn, YouTube zu starten, um einfach Kohle zu machen mit Videoklicks. Ist eigentlich in dieser Zeit sowieso fast unmöglich, dass man durch YouTube-Klicks Geld verdient. Klar kann man mit dem einen oder anderen Product Placement Geld machen, aber vor allem wir nehmen jetzt, wir haben bis jetzt noch kein einziges Product Placement angenommen, weil bis jetzt einfach nur, also Leute, es kam einfach nur was, mit dem wir uns nicht identifizieren konnten, hinter dem wir nicht stehen, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, das vor einer Woche rauskam, da haben wir ein bisschen drüber geredet, warum wir momentan keinen Sponsor haben, weil wir einfach nur Sachen bewerben wollen, die uns wirklich überzeugen und wirklich überzeugen, wenn wir sagen überzeugen, dann überzeugen uns die Produkte wirklich, weil ihr seid uns wichtig, Freunde, wir wollen hier nicht aus diesem Kanal irgendeine Werbeplattform machen, wo wir jedes Video irgendwas zeigen und euch damit zubombardieren wollen. Klasse. Content bieten, wir wollen euch unterhalten, wir wollen euch Mehrwert bieten, ganz einfach, ohne ganz irgendwie genau euch zuzumüllen mit irgendeiner Werbung, hinter der wir nicht stehen. Und wir hoffen natürlich, wir können das auch machen mit den täglichen Videos, die wir für euch bringen, Freunde. Wir hoffen, dass euch unsere Videos gefallen, dass unsere Arbeit, die wir in die Videos reinstecken, euch gefällt. Falls euch die Videos gefallen, könnt ihr ja unter diesem Video einfach mal kommentieren, wie ihr unsere Videos findet und ein Like da lassen als, ja, einfach
damit wir... Oder falls ihr bis jetzt hingeguckt habt und euch das Video bis jetzt gefällt, könnt ihr auch ein Like da lassen und ein Abo, und falls ihr noch nicht abonniert habt. Hashtag YouTube Money, falls ihr... Oder bis machen jetzt wir Hashtag... Habt. Ja doch, Hashtag YouTube Money ist super. Super, ne? Schön. Ist auch ein cooles Wort. Für mich geht es jetzt erstmal nach Lichtenau. Saskia war gerade in der Stadt und sie ist jetzt vorbeigekommen. Ich hoffe, man sieht mich noch. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil hier irgendwie keiner Licht anhat schon wieder. Und ja, geht doch. Auf jeden Fall geht es jetzt kurz nach Lichtenau. Und ja. Willi schreit wieder rum. Man hört es hier draußen. Krank. Wie war deine Shoppingtour? Gut? Wir sind jetzt zu Hause angekommen, haben ein paar Kleinigkeiten einkauft, wie ihr gesehen habt. Natürlich dürfen die Minimix-Eises nicht mehr fehlen. Freunde, wer kennt, diese kleinen Minimix-Eis vom Lidl sind einfach überragend. Wenn man sich mal ein Eis geben will, haben die Dinger nicht so viele Kalorien, weil die einfach kleiner sind. Und als Zwischensnack finde ich das ganz okay. Irgendwie nach einem salzigen Meal dann so ein kleines Eis zu essen, hat man nur 130 Kalorien, glaube ich, drin. Nur 7 Gramm Fett. Jetzt wird erstmal hier ein Video fertig geschnitten für morgen. Und gleich gibt es jetzt auf jeden Fall auch noch Essen. Ich habe jetzt gerade noch den Tisch hier umgestellt. Mal schauen, wie Saskia das finden wird. Ich finde das so besser. Davor stand der so und dann stand er irgendwie im Raum und wir sitzen eh nicht mit so vielen Leuten am Tisch, deswegen habe ich den jetzt hier einfach an die Wand gestellt und ich finde, wenn man jetzt hier reinkommt, sieht das irgendwie einfach besser aus, wenn er da steht. Man hat hier ein bisschen mehr Platz zum Gehen und das habe ich auf jeden Fall jetzt gerade umgestellt und jetzt werde ich erstmal ein Video schneiden. Jetzt gibt es auf jeden Fall als nächste Mahlzeit wieder mal ein bisschen Reis mit Hackfleisch. Habe ich schon ein bisschen länger nicht gegessen. Schmeckt überragend, geht schnell. Saskia und ich müssen morgen früh raus. Deswegen beende ich das Video an dieser Stelle, Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Über einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. 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 Ach ja, und nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr euch das jetzt gerade auch noch angeguckt habt, dann ja. Ciao. Das geht, ich habe was Komisches gemacht.